Der Titel der heutigen Kurzpredigt heißt Spreng die Ketten dieser Welt. Es gibt Aussprüche oder Sprüche in der Welt, die aus der Bibel stammen, wie zum Beispiel eine Hiobsbotschaft oder ich werde dir die Leviten lesen oder auf das, was mir heute ankommt, wenn jemand Kleines gegen jemanden Großes oder Gigantischen antritt, dann sagt man David gegen Goliath. Es gab einen Vater, der hatte 5 Kinder, 3 Jungs, 2 Mädels. Der erste war ein Junge, der Erstgeborene, und der jüngste war auch ein Junge, die anderen waren dazwischen. Eine sehr wohlerzogene Familie, also was den Zusammenhalt, die Liebe zueinander, zu den Eltern angeht. Sie waren anständig erzogen in Respekt, Anstand, Hilfsbereitschaft. Und die Bibel sagt, dass manche Menschen eben die Gebote Gottes halten, unbewusst, und somit werden sie auch gesegnet. Das ist eine Konsequenz. Bei dieser Familie war es der Fall. Es ereignete sich aber leider, dass sich der Älteste mit dem Vater verstritt. Das geschah zwar nur einmal in ihrem Leben, aber es geschah. Der Vater, es ergab sich ein Gespräch mit dem Jüngsten und er sagte ihm, pass auf, ich werde euch allen Geld auszahlen. Allen bis auf den Ältesten, er bekommt nichts. Der Vater in dem Fall, Goliath, der Jüngste, David, der Jüngste. Wie würde man selber in so einer prekären Lage reagieren, um vielleicht den Familienfrieden nicht zu gefährden? Der Vater reagiert aus Schmerz. Er ist verletzt, enttäuscht, er ist wütend. Und man sagt, in der Wut verliert der Mensch seine Intelligenz. Und das kann ich manchmal unterschreiben. Wie und mit was entgegnet man einem Menschen, der so halsstarrig wird, verbohrt, ganz unnötig vielleicht sogar? Und vor allem, wenn es der eigene Vater ist, der über einem steht. Wenn Gott sagt, Böse nicht mit Bösen vergelten und ehre Vater und Mutter. Der Junge war in der ersten Sekunde wie vor den Kopf gestoßen. Er kannte diesen Unfrieden in der Familie nicht. So sind sie eben nicht aufgewachsen. Doch kurz darauf sagte er in der nächsten Sekunde, okay Papa, gib uns das Geld. Wir teilen es durch 5. Jetzt ist der Vater wie vor den Kopf gestoßen, perplex. Wie durch 5? Ich gebe es euch 4. Der Junge sagt aus einer Selbstverständlichkeit heraus, aus einer Überzeugung, aus ganzem Herzen heraus, weil er ebenso aufgewachsen ist, antwortet er mit dem Satz, Papa, wie können wir nicht mit unserem Bruder nicht teilen? Die Kinder haben das nie gelernt, untereinander nicht zu teilen. Sie haben es nicht gelernt, sie können das nicht. Und das war für den Vater wie ein Brett für den Kopf. Das braucht es manchmal, um zu sehen, was man eigentlich tut. Die Sanktion geht natürlich daneben. Wenn er Geld austeilt, verteilen sie es auf 5. Wenn nicht, kriegt keiner was, dann geht das Leben eben weiter. Wie das ausgegangen ist, kann ich Ihnen nicht sagen, weil nachdem ich erfahren habe, wie der Jüngste reagiert hat, war ich schon so gerührt. Ich habe gar nicht gefragt, was der Vater danach getan hat. Ergibt sich die Situation, frage ich mal nach. Aber das Ergebnis hat mir schon gereicht. Das hat mir schon gereicht. Hier war der jüngste Sohn, in dem Fall vielleicht nicht unbedingt der Lehrer, aber für einen guten Lehrgang gut. Und das Tolle an dieser Geschichte, die wirklich stattgefunden hat, ist, er hat den Vater nicht entehrt. Er hat ihn auch nicht belogen. Er war nicht ungehorsam. Und vor allem hat er seinem Vater nicht gesagt, was er zu tun hat. Er hat nicht gesagt, behalt dein Geld, wenn du es uns nicht allen gibst oder gib es uns allen, sondern okay, aber wisse, wir teilen es auf. Das war wirklich bemerkenswert. Das zeigt aber auch, wenn man vor allem den Heiligen Geist hat, egal wie groß oder egal wie klein man zu sein scheint oder glaubt, egal wie hoch man eine Position hat, außerhalb, innerhalb der Kirche oder wie gering die Position ist, arm oder reich, man kann sich für das Richtige einsetzen und entscheiden, in richtiger Form und Weise. Da spielen aber viele Faktoren mit, die im eigenen Leben beachtet werden müssen, die unser himmlischer Vater in den liebenden Geboten beschreibt und die in unserem Leben Anwendung finden müssen. Und es sind nur 10 Gebote, nur 10 Gebote. Die Welt ist groß, also wirklich groß, im Gegensatz zu denen, die berufen sind. Also die Berufenen, die sich für das Werk Gottes einsetzen. Doch wenn man sich im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, die Gott einem gegeben hat, wächst und sie nutzt, ist einem alles möglich. Und das zeigt das nächste Beispiel. Eine Frau, eine Mutter, die im Glauben und aus Liebe handelt. Eine kananäische Mutter. Schlagen Sie bitte auf, Matthäus 15.
Matthäus 15, angefangen in Vers 21. Und Jesus ging von dort weg und zog sich in die Gegend von Tyrus und Sidon zurück. Vers 22, ich lese aus der Schlachterbibel. Vers 22, und siehe, eine kananäische Frau kam aus jener Gegend, rief ihn an und sprach, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Sie wusste, wer vor ihr steht. Meine Tochter ist schlimm besessen. Er aber antwortet ihr nicht ein Wort. Da trat seine Jünger herzu, baten ihn und sprachen, fertige sie ab, denn sie schreit uns nach. Diese Frau ist hartnäckig. Sie hat eine Tochter, die sie liebt. Es ist eine liebende, eine höfliche Hartnäckigkeit. Die ist bemerkenswert. Vers 24. Er aber antwortet und sprach zu seinen Jüngern, ich bin nur gesandt zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Vers 25. Da kam sie, fiel vor ihm nieder und sprach, Herr, hilf mir. Er aber antwortet und sprach, es ist nicht recht, dass man das Brot der Kinder nimmt und es den Hunden vorwirft. Diese Rede klingt hart, ist es aber nicht. Das ist eine Prüfung und die ist so weitreichend, die geht bis ins Alte Testament zurück. Christus hat sie geprüft und ihre Antwort ist so bemerkenswert, darauf gehen wir gleich noch ein. Die ist so bemerkenswert, dass er erstaunt sein wird von ihrem Glauben. Das ist keine böse Anrede. Und sie akzeptiert jetzt auch, was er gesagt hat, im nächsten Satz im Vers 27. Sie aber sprach, ja, Herr. Sie sagt nicht, warum beschimpfst du mich wie ein Hund? Sie sagt, ja, Herr. Und doch essen die Hunde von dem Brosamen, von dem Tisch ihrer Herren, die vom Herrn fallen. Vers 28, da antwortete Jesus und sprach zu ihr, O Frau, dein Glaube ist groß. Dir geschehe, wie du willst. Und ihre Tochter war geheilt von jener Stunde. In der Bibel gibt es eine Passage, wo ein Hauptmann zu Christus kommt. Er bittet um die Heilung eines seiner Angestellten oder seiner Soldaten, ich weiß es nicht mehr genau. Und der Hauptmann sagt, du brauchst nicht zu mir nach Hause zu kommen. Nicht unter mein Dach, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter meinem Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht, seine Seele wird gesund. Und Christus sagte, ich bin erstaunt. Er war erstaunt über diesen Glauben. Und hier sagt er, O Frau, dein Glaube ist groß. Es ist ebenso wunderbar, wie diese Mutter sich für ihr Kind einsetzt. Es geschieht aus Liebe, aus Glaube heraus. Sie weiß auch, wer vor ihr steht. Sie kennt ihre Position und die von Christus. Vor allem, weil in eigenen Gegenden, wo Christus und später die Apostel ihm predigten, das waren die Gegenden, wo das verlorene Haus Israel war, dazu sind sie ja ausgesandt. Die sind dahin und wurden da vertrieben. Die wollten das Brot nicht. Das Brot, von dem Christus spricht, die wollten das Brot nicht. Und sie kämpft um die Brotkrümel. Sie, die Kleine, eine nicht zum Stamm Israel gehörende, eine kananäische Frau von Kanaan, abstammt von Ham, ein wirklich nicht sehr gesegnetes Volk, bittet den Sohn Gottes, wurde zweimal abgelehnt und lässt nicht locker. Das ist schon bemerkenswert. Diese Bibelstelle ist weitragend, wie man auf den ersten Blick erkennt. Wir beschreiben in unserer Broschüre die Bedeutung von Gottes heiligen Frühjahresfesten. Das ist kein Zitat, ich fasse das nur zusammen. Es geht um das Schwingopfer und jetzt muss man wirklich aufpassen. Es geht um das Schwingopfer, im Alten Testament wird es beschrieben. Beinhaltet Erstlingsbrote, zwei Stück. Christus sprach bei der Frau um diese Brote. Darum diese Analogie. Eins ist das für das Haus Israel, das andere für die Heiden, für die nicht-israelischen Völker. Dieses Schwingopfer deutet auf Christus hin, der nach seiner Auferstehung als Schwingopfer zum Vater aufsteigt. Unter anderem für die Erstlinge heute der Stämme Israels und viele für uns, für die nicht-israelitischen Völker. Aber auch für alle, die in der zweiten Auferstehung hochkommen und dann berufen werden. Christus ist der Hohepriester, der für uns eintritt, wie es durch das Schwingen der Erstlingsgabe dargestellt wurde. Deswegen ist sie so wichtig. Bemerkenswert ist, dass in Mose geboten wird, nicht bis zum Rand des Feldes zu ernten, aber zu säen. Zu säen schon. Dies ist für die Armen und für die Heiden. Der Rand, der übrig bleibt, ist für die Heiden und für die Armen. Ein Weizenfeld, aus dem Brot gemacht wird, bleibt übrig. Und nun auch diese heidnische Mutter, die um die Brotkrumen eben bittet. Also, sie fordert aus voller Überzeugung, aus ganzem Herzen, alles, also dieses eine der beiden Erstlingsbrote, die sie auch darstellt, ein. Sie fordert den Rand des Feldes ein, diese Brotkrumen eben.
Eine unglaubliche Stelle, eine unglaubliche Reaktion. Eine Prüfung, die sie bestanden hat. Also das rauszuhören, was Christus von ihr da hören wollte, war, wie ich finde, unglaublich. Das nächste Beispiel ist in Lukas. In Lukas 7, ich wollte eigentlich ab 36 anfangen, aber die Zeit reicht, glaube ich, jetzt nicht. Ich habe ein bisschen zu weit ausgeholt. Der erste Teil, es handelt sich hier um einen Pharisäer, der Christus eingeladen hat zu Gast. Es kommt eine Sünderin, küsst die Füße Christi, benetzt sie mit Tränen, trocknet sie mit ihren Haaren, salbt die Füße mit Salböl und dieser Simon, dieser Pharisäer sieht das und seinen Gedanken verurteilt der Christus. Wenn er wüsste, dass das ein Prophet ist, er würde sich von ihm nicht berühren lassen. Wir beginnen jetzt aber ab Vers 41, da bringt Christus ein Gleichnis für diesen Simon. Ein Gläubiger hat zwei Schuldner. Der eine war 500 Dinar schuldig, der andere 50. Vers 42. Da sie aber nichts hatten, um zu bezahlen, schenkte er es beiden. Sag mir, welcher von ihnen wird ihn nun am meisten lieben? Simon aber antwortet und sprach, ich vermute der, dem er am meisten geschenkt hat. Und er sprach zu ihm, du hast recht geurteilt. Vers 44. Und indem er sich zu der Frau wandte, sprach er zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen. Du hattest Heimvorteil. Du hast hier alles, um gastfreundlich zu sein. Und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Vers 45. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Das ist eine Begrüßungsform. Sie aber hat, seit ich hier reingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt noch nicht mal mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Hier fand sogar eine Sündenvergebung statt. Das ist eine perfekte Beschreibung unserer Gesellschaft heute. Diese verurteilenden Gedanken. Dieser Simon hat sich in seinem Leben eben nicht so viel zu Schulden kommen lassen. Bildlich gesprochen sagt der Christus, es waren 50 Denar. Diese Sünderin 500 Denar, das ist das Zehnfache. Simon meidet Frauen oder Menschen wie diese, weil er, wie viele anderen, nicht in Freiheit, erlebt in Gedanken, die in Ketten gefesselt sind, von dieser Gesellschaft, von Satan heute. Es sind festgefahrene Strukturen, die man von Kindheit an gelernt bekommt, die es eben nicht ermöglichen, dass Menschen, die bereit sind, sich zu ändern, zu bereuen, die Möglichkeit dazu erhalten und die Hilfe dazu erhalten, sich zu ändern. Menschen, die so tief gefallen sind und wieder aufstehen wollen, ihnen wird diese Hilfe gar nicht geboten. Nein, die Einstellung dieser Welt ist, solche Menschen zu meiden. Man möchte mit ihnen nicht gesehen werden. Dafür ist aber Christus gekommen. Dafür ist ein Arzt eben da. Christus kam auch dafür, um diese Systeme, die sich der Mensch auferlegt hat, zu beenden. Nicht um falsche Lebensweisen zu tolerieren oder zu rechtfertigen, aber um die Möglichkeit der Reue und der Sinnesänderung zu gewähren oder zu gewährleisten. Deshalb hatten die damaligen Führer auch das Problem mit Christus. Er hat so eine Popularität erlangt, die hatten Angst um ihre Stellung und wollten ihn kreuzigen lassen. Ob ich nun 50 Denar Sünden habe, 500 oder einen einzigen, in allen drei Fällen ist man eben schuldig und gehört dem Schuldner. Man hat Satan zum Vater. Erst wenn Christus uns auslöst, bezahlt, sind wir wieder frei. Und in dem Fall werden beide frei. Dieser Simon und sie. Aber er hat schlecht von ihr gedacht. Zu wissen, dass jemand für einen da ist, das ist eben unbezahlbar. Und das ist das Problem, die diese Frau hatte. Es waren, ich vermute, nicht viele für sie da. Deswegen hat sie so extrem nach außen auch reagiert, seine Füße geküsst. Für diese Frau in so einer von Satan regierten Welt ist kaum jemand da und wenn doch, dann nur eben, um einseitig sie auszunutzen. Christus ist der Sohn Gottes. Er hat diese Welt erneuert und am sechsten Tag hat er den Menschen gemacht. Die Krone der Schöpfung, sein Meisterwerk. Es gibt nicht eine Kopie von keinem, von niemandem. Manche sind ein bisschen komplizierter. Es hieß da nicht, komm, ich mach drei, einer kommt schon durch. Geht nicht. Das geht geistig nicht, das geht charakterlich nicht. Es gibt keine Kopie. Keiner ist zufällig, sondern mit Bedacht, Freude, Stolz und ganzer Hingabe erschaffen worden. Christus wusste von uns, bevor wir geboren waren. Der Vater wusste von uns, bevor wir geboren waren. Und was sah er?
Er sah, dass es gut war. So schaut Gott, wie würde jetzt sein Geschöpf reagieren, sein Meisterwerk? Wie wird es sich verhalten? Die Masse der Welt, viele, auch wir, anfangs gingen in eine falsche Richtung. Wieso bin ich so klein? Wieso bin ich zu dünn? Wieso bin ich zu dick? Wieso kann ich nicht blond sein? Kann man was an meinem Geschlecht machen? Wieso sind andere erfolgreich und talentierter? Wieso fällt es denen alles so viel leichter? Wer dachte sich sowas wie mich nur aus? Ich denke, es ist schwer, wenn Gott diese Welt durchziehen lässt und hört und sieht, was heute geschieht. Christus ist eben auch gekommen, um diese Ketten zu sprengen, um die Führung Satans, der die Welt zu seinem Denken zwingt, zu entthronen. Wir freuen uns schon drauf. Ein liebendes Herz, liebend wie Gott liebt, glaubt und hofft, wird stets gegen Goliath siegen. Nicht wahr?